Von dort. Sehr schön. Und hier. Genau, und noch eine Kleinigkeit. Ich habe es oben drauf gelegt, weil wir haben ja schon festgestellt, auch da haben wir Gemeinsamkeit. Der höhere Geschmack, vegetarisches Essen. Ja, vielen Dank. Die Bhagavad Gita, das ist das Buch, wo alles drin steht. Wo alles drauf sehr, gesprochen sehr wurde. Interessant. Nochmal ein Heftchen von unseren Sachen. Und von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada, die Leibgerichte. Die Leibgerichte? Alles zum Nachkochen. Komm. Aber den Kurs gibt es bei uns. Und ja, okay. Das ist so ein kleiner, ich habe es mal rausgesucht aus den vielen Büchern, ist so ein kleiner Einstieg, so sehr sanft gekocht, damit Sie so ein bisschen mal lesen können, worum geht es hier eigentlich. Das ist ein ja, vielen Dank. Ich wollte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, weil wir hatten schon in der Vorfeld miteinander gesprochen. Wir dürfen jetzt sehr wohl auch, wir werden das nicht so oft machen, keine Sorge, Artikel in das Heftchen reinbringen. Super, das Blättchen, ja. Ja, in das Blättchen, das auch wenn wir Ankündigungen irgendwas haben, dürfen wir gerne machen. Sehr gerne, natürlich. Ich habe Ihnen gesagt, Schulklassen, Senioren, alles herzlich willkommen. Auch Sie können gerne mit Ihren Damen, wenn Sie Fragen haben, sagen, ich beantworte euch das gar nicht, machen Termin mit den Leuten aus und dann kommen Sie hierher. Also wir machen vielleicht mal einen Ausflug dann von der Verwaltung, dass wir bei Ihnen vorbeikommen. Super. Genau. Also ich finde es eine ganz spannende Sache, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist neu für mich, die Thematik, und ich war noch nie in Indien, ich esse aber sehr gerne Indisch. Also insofern haben wir schon mal über die Mahlzeiten einen guten Hintergrund. Herr Kaufmann, ich würde Ihren Vortrag zwar gerne hören, aber Sie müssen, ich möchte genau, auch werden, ganz besonders, dass Sie auf die Gemeinde schon den neuen Pizza hatten. Ich habe noch nicht. Wir haben gesagt, um 12, jetzt ist erst halb 12. Um 12 muss ich in Wiesbaden sein. Ach so, Wiesbaden sein. Ja, dann deswegen haben wir den richtigen Zeitpunkt doch getroffen. Also, perfekt. Kommen Sie, also ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Ja. Ich wünsche Ihnen einen sehr anregenden Nachmittag heute noch. Danke. Gibt es auch morgen noch weitere Termine? Morgen nicht, morgen das wird nach dem Frühstück ist vorbei. Dann ist vorbei. Ja. Also herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie sich für Hohenstein interessiert haben. Das sage ich mal als Bürgermeister. Wir bleiben da im Kontakt, was das eben angeht. Und, das Heft hat er schon. Ich habe einen. Ach so, einen. Ja, der Herr Kaufmann war so freundlich. Genau. Das ist der Vortrag von Herrn Kaufmann, den Sie nachher nicht alles bekommen. Mein kann ich Ihnen persönlich. Kommt mal bei Ihnen vorbei. Also, vielen Dank. Die Herrschaften, dann wünsche ich Ihnen. Von ihm, nicht von mir. Achso, von ihm. Genau. Ja, alles Kaufmann hier. Ich glaube, du musst deinen Namen wechseln. Genau, geht gar nicht anders. Sind Sie verwandt, oder? Das ist mein Ex-Schwiegervater, meine Ex-Schwiegermutter. Okay, ich habe meinen Namen gewechselt. Ich habe keinen weltlichen Namen mehr. Ja, das ist gut. Also dann herzlichen Dank. Einen schönen Tag für Sie. Danke, dass Sie da waren. Einen lieben Gruß zu Hause von uns. Richtig aus. Und ich weiß nicht, wie bleiben wir im Kontakt? Sie kontaktieren wir uns? Wir kontaktieren uns. Ja. Wir kontaktieren uns. Mal schnell mich bei Ihnen. Alles klar, schönen Tag für Sie. Wir machen den Artikel fertig mit Fotos. Dann genau. Werde ich mich an Ihre Fortschritte erinnern. Genau, die schicken es der Frau Held einfach zu. Die macht das auch redaktionell. Und ich würde auch wieder nochmal zukommen wegen Termin, dass wir uns. Ja, super. Gerne, ja. Sehr schön. Ja. Also vielen Dank. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Sie finden den Weg, ja? Immer so. Immer dem Licht nach. Immer dem Licht. Ich brauche mal Jyoti. Immer dem Licht nach. Ja, so kleine Sätze sind oft viel Wahrheit drin. Kommt man zwar eher rein als raus? Ja. Aber ja, wer weiß. Ja, okay. Ich möchte Sie erstmal herzlich auch von mir begrüßen. Ich wurde von Frau Didele Kaufmann heute gebeten, etwas zu dem Thema Religion, Friedens- oder Brandstifter beizutragen. Für die lieben Kollegen aus Mainz, ich habe vorher geübt, es sind 15 Minuten. bevor ich jetzt aber auf den Vortrag und auf das Thema näher eingehe, habe ich mir erstmal überlegt, dass ich ein paar Begrifflichkeiten klären sollte. Hier ist was von Religion, von Friedensstifter, von Brandstifter. Und bei dem ersten sucht man im Internet heute, findet man eine Vielzahl von Definitionen zu Religion. Religion leitet sich auf den lateinischen Religiere ab, was so viel wie Acht geben, Bedenken bedeutet und sei ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen, deren Grundlage der jeweilige Glauben an bestimmte transzendente, überirdische, übernatürliche, übersinnliche Themen sei und Objekte. Sehr, sehr wissenschaftlich, sehr, sehr trocken, habe ich mir gedacht. Für ein so tiefgründiges Thema
laut dem Magazin, katholischen Magazin für Kirche und Kultur aus dem Jahre 2012 gehören 84% der Weltbevölkerung eine Weltreligion. Das ist enorm. Ich habe dann weitergeschaut und habe mir dann eine sehr schöne Definition gefunden von Herrn, vielleicht kennen einige von Ihnen den Herrn Huber, von Herrn Wolfgang Huber in einer Publikation mit gleichem Thema aus dem Jahre 2001. Erschien auf der Seite der Evangelischen Kirche Deutschlands. Herr Huber sagt, dass Religion wörtlich übersetzt Widerlesen hieße. Es geht um eine Regel, um ein regelmäßiges Wiederholen, um eine stetige Praxis. Religion ist demnach diejenige menschliche Lebenspraxis, in der Menschen ihr Verhältnis zu Gott, zum Göttlichen, zum Heiligen, zum unbedingten, bedingungslosen Grund ihres menschlichen Daseins eine dauerhafte und verlässliche Gestalt geben. Diese Lebenspraxis kennt Riten und andere wiederholbare Formen der Frömmigkeit. Darin besteht das Wiederlesen, das Wiederholen der Religion. Da dachte ich mir, aha, jetzt finde ich mich auch endlich mal wieder ein bisschen wenigstens. Gucke ich den zweiten Begriff an. Was ist ein Friedensstifter? Ein Friedensstifter ist eine Person, die irgendwo den Frieden wiederherstellt. Sie ist ein Mittler, ein Mediator, ein Peacemaker. Erstaunlich fand ich, dass der Begriff des Peacemakers in den 50er und 70er Jahren von der US-Luftwaffe für ihre Bomber und Kampfflugzeuge verwendet wurde. Etwas sarkastisch, finde ich. Also. Unter Brandstiftung versteht man einmal das Vorsätzliche, die heißt mit Willen und Wissen des Erfolges, und Fahrlässige, hier lässt man eine erforderliche Sorgfalt außer Acht, in Brand und unerlaubte Inbrandsetzen eines nicht zu da bestimmten Sachgutes, auch wieder sehr wissenschaftlich. Dieses Inbrandsetzen kann seine Ursache unter anderem in einer Verhaltensstörung haben. Rache, Eifersucht, Neid, Hass, Zerstörungswut, Geltungsbedürfnis oder politisch motiviert sein. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt schauen wir uns das Thema mal genauer an. Religion, Friedens- und der Brandstifter. Und da müssen wir uns jetzt fragen, ist Religion ein Mittler, ein Mediator, der irgendwo auf dieser Welt wieder Frieden herstellt? Oder ist Religion ein verhaltensgestörter, politisch orientierter Brandstifter? Ich persönlich glaube, dass Religion an sich weder Friedens- noch Brandstifter sein kann und auch wiederum nicht sein kann. Denn das, was die Menschen, die Individuen aus dieser Religion machen, wie sie für sich, für ihre Gruppe die Religion interpretieren oder auch nicht interpretieren, weil sie die Religion so verstehen, wie sie halt nun mal ist, ja, macht die Religion zu einem Friedens- oder Brandstifter. Ein nicht zu beachtender Faktor unserer heutigen Zeit sind die Medien, die in ihren Quotenhunger die Religion gerade zu einem Frieden- oder Brandstifter machen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, im Februar, März diesen Jahres gab es eine ganz große Diskussion in den Zeitungen zu verfolgen zu dem Verhalten der öffentlichen Anstalten in der sogenannten Flüchtlingskrise, wie sie sich dort verhalten haben. War sehr interessant nachzuvollziehen. Ich habe das lange nachzuvollziehen, das fand ich sehr interessant. Anstatt diese öffentlich-rechtlichen Anstalten machen durch ihren Quoten oder laufen die Gefahr, Dinge hervorzurufen, sogenannte Trittbrettfahrer. Wir hatten hier in Hessen vor 2 Jahren diesen grausamen Fall dieses kriegsgeilen jungen Menschen, der sich in Afghanistan mit aufgespießten Köpfen gezeigt hat. Ja, der wurde hier in Hessen verurteilt und auch abgeschoben. Ja. Anstatt bei Meichberger, Blasberg und Co. immer wieder die Unterschiedlichkeiten der Religion herauszustellen und immer wieder, ja, meist der Islam, der böse Islam, zu stigmatisieren, sollten die Medien eher versuchen, die Gleichheit vor Gott, die Brüderlichkeit und die Offenheit herauszustellen. Für mich, und so steht es auch in dem Text, ist ein
ist es einmal ein frommer Wunsch. Aber dieser kleine fromme Wunsch wurde schon so ein bisschen erfüllt. Ich weiß nicht, ob Sie die Dokumentation kennen von National Geographic mit Morgan Freeman, Story of God. Eine wunderbare Dokumentation, ein Anfang, ein kleiner Anfang. Wie Herr Huber es für mich so schön definierte, hat Religion etwas mit Widerlesen, mit einem ständigen Wiederholen, sich erinnern mit dem Ziel einer Festigung in der Praxis zu tun. Und warum ist das so? Weil wir Menschen fehlerhaft sind. Wir sind nicht so vollkommen wie Gott. In meiner Religion, sagt unser Gründer Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada, in vielen Erläuterungen zu den Schriften und immer in Bezug auf unsere heiligen Schriften, dass wir Menschen fehlerhaft sind. Wir haben fehlerhafte Sinne. Wir begehen Fehler. Wir haben falsche Vorstellungen und wir neigen dazu, andere zu betrügen. Daher ist es für uns in unserem Glauben immer ganz wichtig, unsere heiligen Schriften ständig zu lesen, und zwar ohne Interpretation, so wie sie sind. Deswegen steht in der Bhagavad Gita, wie sie ist, ja, ohne eine Interpretation. Wissen von unseren direkten Schülernachfolge, spirituellen Meistern, ja, Gurus zu erfahren und uns in der Gemeinschaft mit anderen Gottgeweihten ständig in unserem hingebungsvollen Dienst für Gott zu üben, zu verbessern. Ein weiterer Fehler unseres menschlichen Daseins ist unser falsches Ego, welches zu einer Fehlinterpretation des Glaubens führen kann. Anstatt zu erkennen, dass wir alle winzige Teile eines großen Ganzen sind, sagen wir, ich bin Christ, ich bin Hindu, ich bin Moslem, ich bin Jude. Und dann kann es auch sehr leicht passieren, dass manche sagen, mein Glaube ist näher an Gott, ist der wahre Glaube, ist der reinste. Wir sollten erkennen und gemeinsam religionsübergreifend, wie schon bei Religion for Peace geschehen, lehren, dass wir alle diese winzigen Teile eines großen Ganzen sind. Und wie es Frau Kaufmann gestern so schön definiert hat und wie es auch in unseren Schriften heißt, wir sind qualitativ eins mit Gott, quantitativ verschieden. In fast allen Religionen findet man zu dem Thema Gleichheit vor Gott, Nächstenlieben und Töten Informationen. Krishna selbst sagt selbst in der Bhagavad Gita, Vers 29, des 9. Kapitel, ich beneide niemanden, noch bevorzuge ich jemanden. Ich bin allen gleichgesinnt. In den Römern 2,11 findet man, denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Gleiches findet man in den Ephesern 6,9. Auch ihr Herren behandelt eure Sklaven, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt, wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Auch im Islam findet man solch eine Stelle. Der Prophet Mohammed sagt, O ihr Menschen, euer Gott ist einer und euer Stammvater ist einer. Ein Araber ist nicht besser als ein Nicht-Araber. Ein Nicht-Araber ist nicht besser als ein Araber. Ein roter Mensch, das heißt ein Mensch mit rötlichem Weiß, mit rötlichem Schimmer, ist nicht besser als ein schwarzer Mensch. Und ein schwarzer Mensch ist nicht besser als ein roter Mensch, außer in der Frömmigkeit. Gott sagt also nichts über besser oder schlechter. Er stellt kein Ranking auf. Erstens Christentum, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Warum sollte er dies denn auch? Ein Vater behandelt alle seine Kinder gleich und will für jedes Einzelne das Beste. Die Menschen tun dies aufgrund ihres falschen Egos und ihrer Unwissenheit des Glaubens durch Fehlinterpretationen. Allein aus dieser Sicht der Gleichheit aller Menschen vor Gott kann Religion nur Friedensstifter sein. Im Christentum, im Judentum, im Buddhismus, im Hinduismus, überall finden wir gleiche Aussagen in Bezug auf das Töten. Du sollst nicht töten. In einer vedischen Unterweisung lautet, in meinem Glauben, Ma Himsyat Sarva Bhutani, füge niemals jemanden Gewalt zu. Auch im Koran 5. Sure, Vers 32, findet man Folgendes. Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wenn er es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Auch hier zeigt sich für mich deutlich,
dass Religion an sich Frieden stiftet und zur Gewaltlosigkeit aufruft. Ja, das Töten von Menschen und anderen Lebewesen, wie wir im Krishna-Bewusstsein oder im Buddhismus, verdammt. Nach meiner Ansicht nach kann niemand, wenn er wirklich gläubig ist, vor dem Haus Gottes anderer, den Kindern Gottes und vor den Regeln und Worten Gottes keinen Respekt haben. Menschen, die die Häuser Gottes zerstören, die die Kinder Gottes töten und die Regeln und Vorschriften Gottes missachten, können keine Gläubige einer Religion sein. Schauen wir uns nur Berichte der IS oder der Taliban an oder hören den Flüchtlingen aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, wie ich in meiner täglichen Arbeit zu. So finden wir immer wieder Punkte der Missachtung der Ehre, des Lebens und des Lebens durch Zwangsheirat, Sexsklaven, Frauenhandel zur Finanzierung des Krieges, Vergewaltigung, Alkohol, Drogen und Tod. All dies steht im krassen Gegensatz zum wahren Glauben und Religion und wird selbst im Koran als Haram, verboten, gekennzeichnet. Religion, Glauben soll uns zurück zu dem Haus Gottes führen, nicht in sogenannte Gottesstaaten, wo Angst, Krieg, Verfolgung und Tod, Hass herrscht. Menschen, fehlgeleitete Individuen, rufen diese Gottesstaaten aus. Für mich persönlich finde ich auch immer wieder erschreckend, dass es Staaten auf dieser Welt gibt, die schon seit Jahren die Scharia ausgerufen haben, sich aber sehr weltlich geben, sehr offen geben, die Glaubenskriege für ihre Zwecke so unter Hand nutzen. Ja. Wie kann es nun auch gesellschaftlich, und wie kann man es nur gesellschaftlich schaffen, diese religiöse Erziehung, wie Herr Huber das so schön sagt, das Wiederlesen, das Wiederholens zu errichten. In einer weiteren heiligen Schrift meines Glaubens, der Sri Upanishad, heißt es im 10. Mantra, die Weisen haben uns gelehrt, dass sich die Kultivierung von Wissen anders auswirkt als die Kultivierung von Unwissenheit. Nach meiner Ansicht sollten wir gemeinsam religionsübergreifend anfangen, wie auch schon bei Religion for Peace geschehen, seit Jahren, die Kultivierung von wahren, in Klammern Gotteswissen, voranzutreiben. So können wir die fehlgeleiteten, gefallenen Seelen versuchen, in ihrem Glauben zu resozialisieren. Um sie nicht jetzt weiter mit meinen Worten, die so unbedeutend sind, zu quälen, möchte ich jetzt langsam zum Ende meines Vortrags kommen. Wie schon mehrmals erwähnt, kann Religion kein Brandstifter sein. Religion oder Glauben lehrt uns die Worte Gottes und in diesen Worten findet man nichts Negatives, da die Worte Gottes wie Gott selbst vollkommen sind. Es sind die Menschen, die Individuen, die durch ihre Unvollkommenheit zu Brandstiftern werden und somit verschärft durch den Quotenhunger der Medien Religion zu einem Brandstifter deklassieren. Wie hier bei Religion for Peace schon seit Jahren geschehen, sollten wir die Gemeinsamkeit unseres Glaubens finden, ausbauen und fördern und somit als Friedensstifter für eine friedvolle, bessere Welt beitragen. Erlauben Sie mir einen kleinen persönlichen Hinweis. Ich war ja bei unserem Ausschuss dabei, als Vertreterin von der Frau Kaufmann, die eine solche gut jahrelange Arbeit, ich glaube seit 1988, richtig? 89. Seit 1989, wie die von Richard von Peace, sollte staatlich nicht nur mit Ehrungen, die richtig und wichtig sind, ja, sondern auch finanziell unterstützt werden. Beenden möchte ich meinen Vortrag mit dem 66. Vers des 18. Kapitels der Bhagavad Gita, wo Gott sagt, gib alle Arten von Religion auf und ergib dich einfach mir. Dankeschön. Und ich war jetzt, haben wir noch... Herr Dr. Brent, ich war nicht da. So, jetzt... Wer Fragen hat oder irgendwas, Kommentare, Fragen, sind jetzt willkommen. Darf ich eine Anmerkung machen? Ja. Sie haben den Satz gesagt, ich glaube, ich gebe das wörtlich wieder, Religion kann keine Brandstiftung sein. Wenn Sie sagen, Religion sollte keine Brandstiftung sein, könnte ich Ihnen hundertprozentig zustimmen. Aber leider ist es so, Religion ist ein Brandstiftung. Weil es die Menschen sind, die es machen. Ja, und das muss, ich glaube, ich bin so in dieser Sache, dass ich immer sage, ich möchte Religion und die Menschen, die in der Religion sind, die das tun, würde ich schon gerne trennen. Geht ja, aber nicht. Es ist.